obwohl die Leute wissen, dass ich kein Schläger bin, mich niemals schlagen würde und so, sind welche zu fünft auf mich draufgegangen. Wäre Heikel nicht dazwischen gegangen, hätten die mich zu fünft gefickt. Und das Ganze wegen YouTube-Beef. Wollen die meiner Mutter einen Schrecken einjagen? Dass ich da auf den Boden falle und dann irgendwas passiert, vielleicht sterbe oder so. Wegen YouTube-Beef. Wegen YouTube-Beef, wie... Boah. Zu fünft auf eine Person gehen, sie dann auch noch auf den Boden werfen und ihr noch gegen den Kopf treten. Das soll Ehre sein? Der Person noch gegen den Kopf treten und mir noch davor in den Bauch treten. Das soll Ehre sein? Und Leute, ihr wisst, dass ich eine Pussy bin, was Schlägereien angeht. Und dann trotzdem noch so zu fünft auf mich kommen wollen. Ich hätte mich so gerne auf den Boden geworfen und dann nach Schmerzensgeld gebettelt. Das Ding ist einfach nur, die Familien dieser Leute taten mir leid. Ich weiß sogar, wer diese Leute waren. Und Leute, trotzdem laufe ich nicht zur Polizei, bring das zur Anzeige. Einfach nur, weil ich mir denke, die armen Eltern dieser Kinder, die wissen gar nicht, was ihre Kinder da machen. Die haben vielleicht gar keine Kontrolle mehr über die. Einfach nur den Eltern zulieb. Leute, ich bin auch ganz ehrlich, da kam ein Auto, die kam auf mich zu, ich bin weggerannt, wie ein Mädchen. Und er geht dazwischen und sagt, ey, was ist denn los? Und kassiert die ganzen Schläge und verteilt auch zurück. Das ist ein Bruder, der... Hey Leute, ich sag euch ehrlich, das ist nicht männlich, das ist Pussy, das ist dann wirklich Pussy. Ey, die gehen auf ihn drauf, die wissen, er traut sich nicht, sich zu schlagen, wisst ihr? Und dann gegen Kopf zu treten, wenn man am Boden liegt. Egal, ich werde dazu noch ein Statement machen. Lejanko, du hast dich offiziell damit selber noch härter gefickt. Härter ficken kann man sich einfach nicht mehr. Okay, wir sind in eine Stadt gekommen, aber wir hatten keine bösen Absichten. Wir haben da ein bisschen lustige Sachen gedreht, aber das...